Der Vortrag heißt das Evangelium von Patmos und die gesamte Serie jetzt, mein Seminar hat ja den Titel Die Offenbarung Jesu Christi und das Ziel war, eine Ergänzung zu dem zu bieten, was der Paul darstellt, das mehr den Schwerpunkt auf die Historie hat, auf die geschichtlichen Ereignisse und ich möchte versuchen, so gut es mir eben möglich ist, auf das Inhaltliche einzugehen. Wobei ich da selber noch jemand bin, der am Entdecken ist und der vieles von Jones und Wegener noch, damit noch gar nicht so vertraut ist, wie ich es gerne würde, sein würde. Das Evangelium von Patmos. Ach so, ich muss klicken. Ja. 1902 schrieb Ellen White in einem Brief an E.J. Wegener, von dem wir gerade gehört haben. Unser Studienthema für diese Zeit ist, wie können wir am klarsten das Evangelium begreifen und weitergeben, für das Christus sich persönlich auf die Insel Patmos begab, um es Johannes vorzustellen, das Evangelium genannt die Offenbarung Jesu Christi. Wir müssen unserem Volk die Offenbarung deutlich erklären. Wir müssen ihnen Gottes Wort so geben, wie es ist, mit möglichst wenig eigenen Erläuterungen. Das bedeutsamste Thema ist die dritte Engelsbotschaft, worin die Botschaften des ersten und zweiten Engels eingeschlossen sind. Alle sollten die Wahrheiten in diesen Botschaften verstehen und im Alltag ausleben, denn dies ist unerlässlich für die Erlösung. Wollen wir diese großartigen Wahrheiten erfassen, müssen wir sie ernsthaft und unter Gebet studieren. Noch einmal zurück die Folie. Ich fand es interessant, dass sie hier davon spricht, dass das Buch Offenbarung ein Evangelium ist. Das Evangelium genannt die Offenbarung Jesu Christi. Habt ihr das schon mal so gesehen, das Buch Offenbarung? Für mich war das neu. Deswegen der Titel dieses Vortrags, das Evangelium von Patmos. Und sie gibt diesem Evangelium den Namen, die Offenbarung Jesu Christi. Also Johannes hat zwei Evangelien geschrieben. Eines in Freiheit und eines auf Patmos. Was ist denn so gut? Denn Evangelium heißt ja gute Nachricht. Was ist denn so gut daran, an der Offenbarung Jesu Christi, dass er kam persönlich zu Patmos, nach Patmos zu Johannes? Der Weg der Offenbarung Jesu. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr sehr gerne mit aufschlagen. Das ist immer das Beste, wenn wir unsere Studienbibel dabei haben und selber mit aufschlagen. Aber wenn es euch lieber ist, natürlich sehr gerne könnt ihr auch den Folien folgen. Gehen wir direkt an den Anfang. Die ersten Verse des Buches Offenbarung. Da heißt es, und ich benutze hier verschiedene Übersetzungen, also bitte nicht verwirrt werden, ich habe es auch nicht gekennzeichnet, das ist oft die Elberfelder, aber teilweise auch die Schlachter, manchmal verwende ich auch die Luther. Weil je nachdem, welche Formulierung wirklich am besten das trifft. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hatte sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, beginnt dann dieser Abschnitt der sieben Sendschreiben, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut. Und ich analysiere gerne ein bisschen und mache das ein bisschen systematisch. Vielleicht hilft es euch auch.
wie eigentlich diese Offenbarung verlaufen ist. Es heißt erstmal, diese Offenbarung kam von Gott. Also die Offenbarung Jesu. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Sie kam von Gott und ging an Jesus. Aber Jesus hat sie nicht direkt Johannes gegeben, sondern er hat seinen Engel gesandt, obwohl er persönlich zu Johannes kam, auf die Insel Patmos. Und dann erhielt sie Johannes. Aber Johannes hat dann, wie wir in Kapitel 2, Vers 1 gelesen haben, das weitergegeben an die Engel der Gemeinden. Dem Engel der Gemeinde schreibe. Und die Engel haben es natürlich der Gemeinde weitergegeben. Und dann war Endstation. Oder nicht? Ich hoffe nicht. Die Engel werden genannt, die sieben Sterne, die Gemeinde, die sieben Leuchter. Wozu ist ein Leuchter da? Natürlich, um Licht zu geben. Und Jesus sagt über die Gemeinde, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5,14. Das heißt, die Offenbarung Jesu Christi ist kein Privatbesitz. Sie ist zu unserer Erbauung, zu unserer Erleuchtung, zu unserer Stärkung. Aber damit sie dann weitergegeben wird und eine Offenbarung Jesu Christi für die ganze Welt wird. Interessant ist, dass hier so ein Chiasmus ist, eine Spiegelstruktur. Das heißt, da beginnt etwas mit ABC. Es geht von Gott zu Jesus und dann zum Engel Jesu. Und dann spiegelt sich das in umgekehrter Reihenfolge, CBA. In der Mitte ist der Johannes. Dann geht es vom Engel Jesu zum Engel der Gemeinde. Dann zu der Gemeinde. Und dann in die Welt. Gott liebt die Welt, Jesus liebt die Gemeinde. Also da ist eine gewisse Ordnung zu erkennen. Und so eine Spiegelstruktur zeigt nicht nur Ordnung, sondern sie hat in der Regel auch einen Mittelpunkt. Und in dieser Mittelpunkt drückt eine Betonung aus. Das ist das Zentrum, auch der Botschaft. Da ist etwas Wichtiges. Im Mittelpunkt steht der Johannes als Prophet. Und wir wissen, dass nicht die Person des Johannes im Mittelpunkt stand. Denn er ist ja nur ein Bote. Ein Prophet ist ein Bote. Er gibt etwas weiter. Er ist ein Sprachrohr für Gott. Das heißt, eigentlich geht es nicht um Johannes, sondern um das, was er tut, was für eine Aufgabe er hat. Es geht um den Propheten und der Prophet selber ist auch nicht wichtig als Prophet, sondern er ist wichtig, weil er die Botschaft wichtig ist, die er trägt. Also eigentlich steht im Mittelpunkt die Prophetie. Ja? Und was ist Prophetie? Prophetie ist die Offenbarung Jesu Christi. Also Propheten machen Jesus offenbar. Ja, die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Was wird denn da offenbart? Nun, die ersten drei Worte sagen es. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Was offenbart sich in Jesus? Es ist die Offenbarung von Gottes Liebe für die Menschen. Und sie erreicht die Welt über Propheten. War das nur der Johannes? Offenbarung 22,9 ist ein interessanter Vers, da liest man manchmal schnell drüber über solche Details. Da sagt der Engel zu Johannes, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Sind wir die Brüder von Johannes? Ich denke ja. Ich denke, da ist von der Gemeinde die Rede und sie wird bezeichnet als die Prophetin. Die Gemeinde ist typologisch ein Elia, ein Johannes der Täufer. Wir sind eine prophetische Bewegung,
Wir haben die Gabe der Prophetie durch den Geist der Weissagung, aber wir sind auch selber Propheten. Wir geben die Botschaft weiter, die wir von Gott bekommen haben. Die Offenbarung Jesu Christi an die Welt zu geben, ist unsere prophetische Aufgabe. Gott liebt diese Welt. Aber diese Liebe erreicht die Welt nicht direkt, sondern sie kommt über Jesus, über seine Engel, über die Prophetie, über die Propheten, zu den Leitern, in die Gemeinden und dann in die Welt. Wir, die Propheten, wir sollen Botschafter sein der Liebe Gottes für diese Welt. 2. Korinther 4 lesen wir: Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Johannes ist ein Bote, er bringt etwas weiter, aber er ist auch ein Gefäß. Auch wir als Christen, als Gläubige werden verglichen mit Gefäßen. Wir sind Gefäße aus Erde, irdene Gefäße. Wir sind buchstäblich aus Erde gemacht. Ein irdenes Gefäß ist auch ein Tongefäß. Und wie viel Wert hat Ton? Nicht besonders viel, oder? Ist fast wertlos. Denn Ton gibt's wie Sand am Meer. Aber der Wert ist, was in dem Gefäß drin ist. Das ist der Schatz. Und die Bibel sagt, dieser Schatz besteht in der Herrlichkeit Gottes. Wir können etwas sehen, wir können etwas verstehen, etwas erfahren, etwas weitergeben, was die Herrlichkeit Gottes besitzt. Ein Schatz, der ist nicht irdisch, der ist himmlisch, der ist unvorstellbar. Aber das Gefäß ist ganz banal, ganz einfach, irdisch. Das sind wir. Vergängliche, sterbliche Menschen können einen Schatz tragen in sich, sind dazu geschaffen, ein Gefäß zu sein der Herrlichkeit Gottes. Wo ist die sichtbar? Im Angesicht Jesu. Was ist unsere Botschaft an die Welt? Die Offenbarung Jesu Christi. Ihr Lieben, ein Gefäß enthält etwas, es trägt etwas in sich. Wir sind Gefäße in dieser Welt. Wir gehen als Gefäße zu den Menschen. Der Schatz ist in uns. Oder anders gesagt, wenn er in uns ist, dann werden wir zu Boten für die Welt, zu Propheten. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich eine Information habe außerhalb von mir, ich erhalte sie und gebe sie weiter, oder ob ich sie in mir trage und als Gefäß in diese Welt gehe. Und in mir sehen Menschen die Herrlichkeit Gottes. Die Offenbarung Jesu Christi. Gehen wir noch einmal in diese Verse und nehmen ein bisschen etwas anderes heraus. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hatte sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Hier finden wir vier Begriffe für das, was dieser Schatz ist, was das Buch enthält, was wir weitergeben. Offenbarung Jesu wird gleichgesetzt mit dem Wort Gottes, dem Zeugnis Jesu und der Weissagung.
Ja, das wird in einem Atemzug genannt. Es ist also mehr oder weniger synonym. Jetzt, wie können wir das verstehen, die Offenbarung Jesu? Da gibt es zwei verschiedene Wege, das zu verstehen, rein grammatisch. Offenbarung Jesu kann bedeuten, Jesus offenbart etwas. Ja? Er gibt etwas weiter. Es kommt von ihm. Und das ist das Wort Gottes. Das heißt, Jesus spricht dieses Wort. Es sind seine Worte. Es ist das Zeugnis Jesu. Er bezeugt etwas. Er ist Zeuge für etwas. Und das gibt der Johannes weiter. Und es ist auch eine Weissagung, weil es über die Zukunft ist. Jesus zeigt die Zukunft. Jesus offenbart, er spricht das Wort Gottes zu uns, er bezeugt etwas und er zeigt uns die Zukunft. Und ich denke, alle diese Bedeutungen sind auch richtig. Aber es gibt noch eine andere Art, das zu verstehen. Und ich denke, die ist von beiden die wichtigere. Und diese zweite Art, es zu verstehen, heißt, Jesus ist selbst die Offenbarung. Offenbarung Jesu, er selbst wird offenbart. Einmal offenbart er etwas, er ist das Subjekt, dann ist er das Objekt, er ist der Inhalt der Offenbarung. Jesus ist die Offenbarung. Es geht um das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Es geht um das Zeugnis Jesu. Jesus ist sein Leben, sein Charakter, seine Worte. Er ist das Zeugnis. Und die Weissagung, Jesus ist die Zukunft. Wir bleiben im ersten Kapitel, da steckt sehr viel drin. In Vers 8 lesen wir: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Der Ewige, der Allmächtige steht hier noch. Dann wird Johannes aufgefordert in Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast, hier spricht Jesus selbst zu ihm, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das ist eine interessante Übereinstimmung. Denn wir sind ja immer noch dabei, worum geht es eigentlich in der Offenbarung Jesu Christi? Wovon handelt sie? Was ist so wichtig? Was ist der Kern der Sache? Gott stellt sich vor als derjenige, der ist und der war und der kommt. Und Johannes hat die Aufgabe, etwas zu beschreiben. Und zwar das, was er gesehen hat und was ist und was geschehen wird. Was heißt das? Es heißt, wenn Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist und Johannes hat eine Botschaft, die betrifft Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über wen schreibt er dann? Die Offenbarung beschreibt Gott selbst, das Wesen und das Handeln Gottes. Jetzt machen wir einen Sprung. Offenbarung 17, 8. Das Tier, das du gesehen hast, das Tier in der Wüste, und die Hure darauf, das ist Kapitel 17. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Interessant, dass die Formulierung ähnlich ist. Und die Bewohner der Erde werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und sein wird. Ich glaube, die Formulierung ist kein Zufall. Hier wird eine Macht dargestellt, die wird mit ganz ähnlichen Worten beschrieben, prophetisch, wie Gott sich selbst beschreibt. Warum? Weil es eine Macht ist, die sich einen göttlichen Platz anmaßt, die in Konkurrenz zu Gott tritt.
mit einem Unterschied. Gott ist und war und kommt, aber diese Macht war und ist nicht und wird aber kommen. Nun, wir wollen nicht in diese Einzelheiten gehen an dieser Stelle, aber das sagt uns noch etwas anderes. Die Offenbarung beschreibt das Wesen und Handeln Gottes in einem bestimmten Zusammenhang, nämlich vor dem Hintergrund der Krise des großen Kampfes. Ja? Und deswegen geht es in der Offenbarung nicht nur um das Wesen und den Charakter Gottes, obwohl das im Mittelpunkt steht, sondern weil hier eine Auseinandersetzung tobt, ein Konflikt, wird Gott in Kontrast dargestellt, muss er sozusagen abgesetzt werden von der Anmaßung dessen, was göttlich sein soll, von dem falschen Gott, von dem falschen Christus. Licht und Finsternis müssen ineinander in Kontrast gestellt werden. Und auch das trägt dazu bei, diese Klarstellung von Licht und Finsternis trägt dazu bei, dass die Herrlichkeit Gottes noch deutlicher hervorstrahlt. Und sie gibt uns Orientierung. Unser Ziel ist immer die Herrlichkeit Gottes, denn die verwandelt uns. Durch das Anschauen werden wir verwandelt. Aber die Darstellung der Gegenseite führt dazu, erstens, dass Gottes Herrlichkeit noch schöner wird, aber zweitens, dass sie uns auch bewahrt davor, getäuscht zu werden und das Falsche für das Echte wahrzunehmen. Denn dann würden wir nicht mehr in das Wesen Gottes verwandelt, sondern in das Wesen eines Tieres, das gerne Gottes Platz einnehmen möchte. Die dreifache Offenbarung Jesu. Wir möchten jetzt in das Inhaltliche kommen und das möglichst praktisch machen. Was bedeutet es? Warum ist das für uns von Bedeutung und für die ganze Welt, dass Jesus Christus offenbar wird, sichtbar wird? Und wir gehen in den Galaterbrief. Wie schön, dass das zusammenpasst. Und ihr Lieben, der Streit im Galaterbrief, man kann natürlich nicht, es gäbe so viel zu sagen. Und ja, ich bin dankbar, dass der Paul sich auch die Mühe gemacht hat, seine Vorträge nochmal zu kürzen, denn die waren eigentlich noch ein bisschen länger und das ist alles noch, darüber könnte man noch viel mehr sagen. Deswegen ist der Paul bestimmt nicht böse, wenn ich hier und da vielleicht noch mal was ergänze, was nicht gesagt werden konnte. Aber ich weiß von meinen Studien her, dass diese Auseinandersetzung über das Gesetz am Galaterbrief, das ging natürlich auch um Auslegung, aber dahinter stand letztendlich auch ein unterschiedliches Verständnis vom Evangelium. Und das hat die Sache so essentiell gemacht. Und das hat dann, das werden wir morgen auch noch mehr dann erfahren, hat dann reingestrahlt in die Konferenz von Minneapolis. Das hat die Sache so wesentlich gemacht. Galaterbrief, da geht es darum, was ist das wahre Evangelium. Paulus sagt in Kapitel 1, Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Wie hat er es gelernt? Durch Offenbarung Jesu Christi. Vers 15. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Wer wurde offenbart? Jesus Christus, sein Sohn. Wo wurde er offenbart? Das geben viele Bibeln nicht wieder. Also das ist hier die Elberfelder Übersetzung. Paulus sagt, in mir. In mir. Und diesen Gedanken habe ich vom E.J. Wegener. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen.
Er wurde in ihm offenbart. Und Paulus schreibt dann auch in Kapitel 4, 19 an die Galater: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das Evangelium ist die Offenbarung Jesu Christi in dir. Damit fängt alles an. Schauen wir uns diese drei Schritte einmal an, diese dreifache Offenbarung Jesu. Erstens, Jesus offenbart sich dir. Jesus offenbart sich zweitens in dir. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen zwei Punkten. Und drittens, Jesus offenbart sich durch dich, den Menschen. Jesus offenbart sich dir. Das ist das Evangelium von Patmos. Christus kommt zu Johannes. Da habe ich jetzt keine Folie, aber ich möchte es spontan mal lesen. Offenbarung 1. Und zwar, Johannes hört diese Stimme von Jesus, der zu ihm spricht. Und dann in Vers 12 heißt es: Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich dem Menschensohn. Angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und eine Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß. Wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das war die Offenbarung Jesu Christi für Johannes. Er offenbart sich dir. Du siehst ihn in seiner Herrlichkeit. Und Johannes fällt nieder wie tot. In Hebräer 4 schreibt Paulus etwas sehr Wichtiges über das Evangelium und was es bewirken kann und was es nicht bewirken kann. Er sagt in Vers 2, und er spricht ja dort viel über die Geschichte Israels und vergleicht das. Er sagt, denn auch uns ist gute Botschaft, das ist das griechische Wort für Evangelium, das deutsche Wort für das griechische Wort Evangelium, besser gesagt. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, dem Volk Israel. Das ist eine Offenbarung, ja? Die gute Botschaft, Christus, das Evangelium, kommt zu dir, offenbart sich dir. Aber leider geht's weiter. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Warum? Warum kommt eine gute Botschaft, eine Offenbarung Jesu zu ihnen, die Herrlichkeit Gottes, und es nützt ihnen nicht? Paulus sagt, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also, wenn die Herrlichkeit Gottes uns sichtbar wird, nicht weil wir beschlossen haben, etwas zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben, sondern weil Gott beschlossen hat, uns sehend zu machen und sich selbst sichtbar zu machen, weil er sich offenbart. Gott kommt zu uns. Patmos war eine Gefangeneninsel. Gott kommt zu uns in unserer Gefangenschaft. Johannes hätte niemals sagen können, ich gehe hier weg. Und schon gar nicht hätte er sagen können, ich gehe in den Himmel.
und möchte gerne die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie musste zu ihm kommen, dort, wo er war, in der Gefangenschaft der Sünde, symbolisch gesprochen. Gott kommt zu uns, und zwar zu jedem Menschen. Aber manchen nützt es und manchen nicht. Warum nicht? Weil wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, etwas geschehen muss. Da muss etwas antworten in uns. Und die Bibel nennt das Glauben. Und erst wenn dieser Glaube zu der Herrlichkeit dazukommt, passiert etwas. Paulus sagt weiter in Vers 6, Hebräer 4, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen, die Ruhe, die Erlösung, und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Und damit sagt er, das erste Mal haben sie ihre Herzen verhärtet. Und da haben wir einen zweiten wichtigen Punkt. Was geschehen muss, wenn Jesus sich uns offenbart, wenn er in unser Leben kommt, vielleicht in unsere Dunkelheit, in unsere Gefangenschaft. Was bedeutet es denn zu glauben? Glaube beinhaltet nicht nur, dass ich das für wahr halte, sondern Glaube bedeutet auch eine Übergabe, dass ich mein Herz nicht hart werden lasse, sondern es öffne, dass es nicht zugeht. Denn das ist meine freie Willensentscheidung. Bei Israel damals ging es zu, sie haben ihre Herzen verhärtet. Aber Gott sagt, lernt doch davon. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Glaubt der Botschaft. Und Glauben heißt, öffnet euch der Wirkung dieser Worte. Nehmt sie in euer Herz hinein. Macht es weich unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn jeder einzelne Schritt, den wir tun auf diesem Weg, der wird immer von Gott gewirkt. Jakobus drückt es ähnlich aus. Er sagt, darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Wisst ihr, ihr Lieben, das Wort Gottes hat eine Kraft, die kann ihm niemand nehmen. Die Kraft ist immer da. Und es ist heute nicht weniger mächtig als zu der Zeit, als Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Wort Gottes hat immer noch dieselbe unendliche Macht. Und diese Macht rettet uns. Zu allen Zeiten hat sie Menschen gerettet. Aber wir können verhindern, dass diese Macht sich entfaltet in meinem Herzen. Ich kann es verhindern, indem ich mein Herz verschließe. Dann ist das Wort noch genauso mächtig, aber ich lasse nicht zu, dass es an mir seine Macht entfaltet. Was sagt Jakobus, was sollen wir tun, damit diese Kraft des Wortes, eure Seelen zu erretten, dass diese Kraft in mir wirkt? Er sagt, sei sanftmütig, nimm es demütig auf, wehre dich nicht. Dann wird es für dich zur Rettung. Ellen White schreibt in dem Buch Steps to Christ, der Sünder kann Gottes Liebe widerstehen. Er kann sich weigern, zu Christus gezogen zu werden. Widersteht er aber nicht, wird er zu Jesus gezogen. Wenn er vom Erlösungsplan erfährt, wird er zum Fuß des Kreuzes geführt und es wird ihm leid tun, dass seine Sünden der Grund waren, warum Gottes lieber Sohn leiden musste. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Und das ist schon sehr, sehr viel von der Botschaft von Minneapolis.
Der Erlösungsplan von A bis Z ist das Wirken Gottes. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und das ist das griechische A bis Z, der erste und der letzte Buchstabe. Vom ersten Schritt, vom allerersten Schritt bis zum allerletzten Schritt, bis wir am Ziel angelangt sind. Das sind die Schritte, die wir an der Hand Jesu machen. Er ist das Alpha und das Omega. Er zieht uns von Anfang an. Er hilft uns, er stärkt uns, er stützt uns, er lehrt uns. Er führt uns bis an das wunderbare Ziel. Und Ellen White sagt hier, alles, was wir tun müssen in gewissem Sinne, ist eigentlich unseren Widerstand aufzugeben, unser Herz nicht hart zu machen, einfach uns fallen lassen, vertrauensvoll in die Hand Gottes, in seine Liebe. Wenn wir das tun, werden wir zu ihm gezogen. Jetzt schauen wir uns das genauer an, was da passiert. Wenn Jesus sich uns offenbart und wir möchten gerne glauben, wir möchten unser Herz öffnen. Jesus offenbart sich in dir. Er kommt in dein Herz und macht es neu. Paulus schreibt im Epheser 3, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also wir hören das Wort, Jesus offenbart sich uns, wir sehen seine Schönheit, wir werden angezogen von ihm und der Glaube macht jetzt eine Tür auf in mir, in meinem Herzen. Paulus sagt, der Glaube entscheidet darüber, dass Jesus jetzt nicht nur außerhalb von mir steht und ich sehe etwas, ich nehme das wahr, sondern er kommt in mich hinein, da entsteht eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, eine existenzielle Gemeinschaft. Durch den Glauben mache ich mein Herz auf, sanftmütig, und er kann hineinkommen. Glaube ist also nicht nur für Wahrheiten, es ist eine Entscheidung. Ich lasse dieses Wort seine Macht entfalten in mir. Ich ergebe mich diesem Wort. Christus kommt in den Gläubigen. Kolosser 1, ich lese nichts, nicht alles. Paulus schreibt über die Nationen, über die heidnischen Nationen, sagt, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Epheser 1, 18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Seht ihr, mit was für Superlativen Paulus das Evangelium beschreibt? Der Reichtum der Herrlichkeit, die überragende Kraft, Größe seiner Kraft, die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, und das wirkt zugunsten unserer Erlösung, wenn wir die Tür unseres Herzens öffnen. Interessant, dass Paulus hier sagt, diese Herrlichkeit, das Erbe, was ist unser Erbe? Helft mir mal, was erben die Gläubigen? Ewiges Leben, danke. Abraham, Isaak und Jakob, was haben die geerbt? Worauf haben die gehofft? Was wurde denen versprochen? Das Land, ja. Das war ganz wichtig. Und das werden wir auch erben.
Wir erben den Himmel, wir erben diese Erde, das wird unser Land sein. Wir erben ewiges Leben. Aber hier ist wieder so ein kleines Wort. Epheser 1,18. Da heißt es nicht das Erbe der Heiligen, sondern das Erbe in den Heiligen. Ihr Lieben, unser größtes Erbe ist in uns. Wird die neue Erde schön sein? Ja, fantastisch, wunderschön. Aber die größte Schönheit, ihr Lieben, die wird in uns sein. Wir sehen es schon im Alten Testament, 1. Mose 15,1, da spricht Gott zu Abraham und er sagt zu ihm, und interessanterweise, was ist in Kapitel 14 geschehen? Da war die Geschichte mit Lot und Abraham und ihre Knechte, die sich gestritten haben. Und Abraham sagt zu ihm, Lot, wir wollen uns doch nicht streiten, wir müssen uns teilen. Schau, das Land ist vor dir, wähl du aus, obwohl er der Ältere war. Ellen White schreibt, eigentlich Lot hätte eigentlich sagen müssen, nein, Abraham, du bist doch mein Onkel, du bist der Ältere. Wähle du bitte, du hast die erste Wahl. Abraham ist so höflich und selbstlos, dass er sagt, wähle du. Und Lot tut es und entscheidet sich für Sodom und die Ebenen dort, die fruchtbaren Ebenen. Und Abraham, höflich und selbstlos, nimmt das, was ihm bleibt und zieht sich zurück. Er verzichtet auf den besten Teil des Landes. Und in dem Moment kommt Gott zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein sehr großer Lohn. Es geht nicht um das Land, Abraham. Ich gebe dir viel, viel mehr. Ich bin dein sehr großer Lohn. In 5. Mose 10, da lesen wir über die Leviten. Levi bekam weder Anteil noch Erbe mit seinen Brüdern, der Arme, oder? Kein Land. Das war damals extrem wichtig. Das Land war die Lebensgrundlage, das war die ganze Existenz, das war Freiheit, Selbstbestimmung. Aber was sagt Gott? Was sagt Mose hier? Der Herr selbst ist sein Erbteil. Wer hatte das bessere Erbe? Waren es die 11 Stämme? Oder war es Levi? Der Herr selbst war sein Erbe. Was passiert, wenn Jesus in mein Herz kommt? Eine wunderbare Geschichte aus dem Leben Jesu. Die Heilung des Aussätzigen. Der Mann, der zu Jesus kam, war voller Aussatz, dessen tödliches Gift seinen ganzen Körper durchdrang. Die Jünger wollten ihren Meister davon abhalten, den Mann anzufassen, denn wer einen Aussätzigen berührte, wurde selbst unrein. Aber Jesus wurde nicht verunreinigt, als er seine Hand auf den Aussätzigen legte. Seine Berührung verlieh lebensspendende Kraft und der Kranke wurde vom Aussatz geheilt, nicht umgekehrt. So ist es auch mit dem Aussatz der Sünde. Jesu Gegenwart verströmt heilende Kraft für den Sünder. Was passiert, wenn du Sünder, wenn ich Sünder Jesus in mein Herz einlasse? Dann kommt heilende Kraft. Dann kommt eine Berührung, die dich gesund macht. Wer vor Jesus niederfällt, schreibt sie weiter, und im Glauben sagt, im Glauben, deinem offenen Herzen, lass deine Macht an mir wirken, dein Wille geschehe. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, wird die Antwort hören, ich will's tun, sei rein. Geht das wirklich so schnell? Wie lange hat es bei dem Aussätzigen gedauert? Einen Moment, oder? Wie lange dauert das, bis wir frei werden von der Macht der Sünde? Genauso lang. Ein Moment. Zweiter Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus,
und das ist nur ein anderes Wort in Christus für diese enge Lebensgemeinschaft. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Eine neue Schöpfung. David hat gebeten, als er gesündigt hatte, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und da steht das Wort bara. Dasselbe Wort, das in 1. Mose 1, Vers 1 steht. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also ein neues Herz ist nicht nur, dass ich etwas nehme und da ist ein bisschen Staub drauf und ich reinige das. Ich nehme etwas Vorhandenes und modifiziere es. Nein, die Bibel sagt, da ist ein Schöpfungsakt. In diesem Moment wird etwas geschaffen, was es vorher nicht gab, was nicht da war. Das kann nur Gott, das kann nur ein Schöpfer. Aber wenn er, der Schöpfer Gottes tut, wenn er spricht, dann geschieht es in dem Moment. Wenn Jesus einen Sünder berührt und sei er auch noch so vom Aussatz zerfressen, dann wird er rein in dem Moment. Er bekommt ein neues Herz. E.J. Wegener schreibt in diesem wunderbaren Buch Christ and His Righteousness, Christus und seine Gerechtigkeit, dass ein sündiges Herz unmöglich gute Taten hervorbringen kann, macht der Heiland wie folgt deutlich. Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das heißt, man kann nur gut handeln, wenn man gut ist. Deshalb können die Taten eines sündigen Menschen ihn auch niemals gerecht machen. Im Gegenteil, weil sie aus einem bösen Herzen kommen, sind sie selbst böse und vergrößern nur seinen Sündenberg. Nur Böses kann aus einem bösen Herzen kommen und auch massenhaft Böses kann nicht eine einzige gute Tat hervorbringen. Darum ist es sinnlos, wenn ein böser Mensch meint, durch eigene Anstrengung gerecht werden zu können. Er muss erst gerecht gemacht werden, bevor er das Gute tun kann, das von ihm gefordert wird und das er tun möchte. Er muss neu geschaffen werden, bevor er Gott dienen kann. Ist es ein Problem, wenn Menschen Gutes tun wollen? Absolut nicht. Aber es kann zu einem Problem werden, wenn sie es versuchen, aus einem unbekehrten Herzen zu tun. Und Jesus musste sagen über die Schriftgelehrten und die Pharisäer, er musste sie Heuchler nennen, ganz zum Schluss seines Wirkens. Hat er ganz, ganz deutlich zu ihnen gesprochen. Und hat gesagt, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Es ist gut, das Äußere rein zu halten, aber es ist sinnlos, wenn das Innere immer noch voller Schmutz ist. Dann wird es sogar zu einer Täuschung für andere. Jesus sagt selbst, ein jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Die Bibel ist voll von diesen Appellen zum Gehorsam, zu guten Werken, zur Liebe. Und wir sollen sie auch befolgen, aber die ersten Schritte müssen da sein, bevor das überhaupt geschehen kann. Wisst ihr, wir machen schnell den Fehler,
Und deswegen ist manchmal unser Versuch, christlich zu leben, so trübsinnig und so belastend und so voller Heuchelei. Weil wir einen Fehler machen, gut meinend, aber wir machen einen Fehler. Schauen wir mal auf das, was wir hier sehen. Jesus offenbart sich dir, normalerweise durch das Wort Gottes. Jesus spricht dir auch davon. Er spricht vom Hören der Worte und vom Tun. Und er sagt, wenn du die Worte hörst, dann tu sie auch. Aber bevor wir die Worte hören und tun können, muss etwas passieren. Wenn wir die Worte nur hören, aber wir lassen sie nicht in unser Herz, weil wir erkannt haben, dass wir sie gar nicht tun können aus eigener Kraft, dann kommt nichts Gutes dabei heraus. Das Wort muss nicht nur ins Ohr, es muss ins Herz, weil es eine schöpferische Kraft in sich hat. Mit dem Wort selbst kommt Christus. Es muss eine völlige Übergabe stattfinden. Wenn Jesus kommt, wird das Herz neu. Und dann wird aus dem Hören das Tun, vorher nicht. Ellen White beschreibt das in Gedanken vom Berg der Seligpreisungen. Nimm dir im Herzen vor, dem zu gehorchen, was du vom Wort Gottes weißt. Seine Kraft, ja sein Leben wohnt in seinem Wort. Aber jetzt ist ganz wichtig, das ist der wichtige Unterschied. Nicht nur, ich weiß, das soll ich tun, jetzt nehme ich mir das vor. Sie sagt, nimmst du das Wort im Glauben auf? Glaube woran? Im Glauben, dass durch die Verdienste Jesu dieses Wort dir die Kraft schenkt, die du selber nicht hast. In der Übergabe. Nimmst du es im Glauben auf, dann wird es dir die Kraft zum Gehorsam schenken. Wenn du im Glauben es aufnimmst, kommt Jesus in dein Herz, wird das Herz neu gemacht, kannst du es tun, vorher nicht. Wie hat Jesus das gemacht? The Ministry of Healing, Seite 181. Der Heiland überwand, um den Menschen zu zeigen, wie sie überwinden können. Allen Versuchungen Satans begegnete Christus mit dem Wort Gottes, indem er Gottes Verheißungen vertraute, empfing er Kraft, Gottes Geboten zu gehorchen. Und der Versucher konnte keinen Vorteil erringen. Er hat dieses Wort in sich aufgenommen und er hat vertraut, dass dieses Wort Macht hat, schöpferische Macht. Dem hat er vertraut. Das war die Verheißung Gottes. Im Wort selbst ist die Kraft. Und daraus kam die Kraft seines Gehorsams, sein ganzes Leben lang. Dadurch, dass er die Worte in sein Herz gelassen hat. Er hat vertraut der Verheißung und dann hat er gehorcht. Wir können nicht das Wort nehmen und sagen, ich verstehe, was du willst von mir, Gott, und jetzt tue ich es. Dann scheitern wir. Wir müssen verstehen, was Gott will. Und der Verheißung vertrauen, wissen, die Kraft ist nicht in mir, die Kraft kommt von ihm, dann kann ich das Gute tun, das das Wort fordert. Dann entfaltet es seine schöpferische Kraft in mir. Der Gelähmte von Bethesda. Ellen White macht eine geistliche Anwendung. Und sagt, durch den gleichen Glauben können wir geistlich geheilt werden. Die Sünde hat uns vom göttlichen Leben getrennt. Unsere Seelen sind gelähmt. Patmos, Gefangeneninsel. Aus uns selbst sind wir ebenso wenig fähig, ein geheiligtes Leben zu führen, wie jener gebrechliche Mann ohne Hilfe gehen konnte. Was nützt es einem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh? Ihr könnt es ja mal probieren. Es nützt überhaupt nichts. Viele sind sich ihrer Hilflosigkeit bewusst und sehnen sich nach jenem geistlichen Leben, das sie in Einklang mit Gott bringt. Sie mühen sich jedoch vergeblich, es zu erringen. Warum? Ich weiß doch, was gut ist. Ich möchte es sogar. Warum kann ich es nicht?
solche verzweifelten und ringenden Menschen dürfen aufschauen. Der Heiland neigt sich über die mit seinem Blut Erkauften und fragt mit unaussprechlicher Güte und herzlichem Erbarmen: Willst du gesund werden? Er gebietet dir, das ist ein Gebot, in Gesundheit und Frieden aufzustehen. Warte nicht, bis du fühlst, dass du gesund geworden bist. Traue seinem Wort und es wird sich an dir erfüllen. Stell deinen Willen auf die Seite Christi. Entschließe dich, ihm zu dienen. Sobald du auf sein Wort hin handelst, wirst du Kraft erhalten. Was sagt sie hier? Christus ist in der Lage und sehnt sich danach, dich zu befreien. Ihr Lieben, nehmen wir diese Verheißung jeden Tag in Anspruch. Das ist Wahrheit. Christus ist in der Lage und er sehnt sich danach, dich zu befreien. Jeden Tag, jeden Moment. Was hindert uns, es zu erleben? Wie beschreibt sie das? Was sollen wir tun? Warte nicht, bis du fühlst. Achte nicht auf deine Gefühle. Traue seinem Wort. Sag, ich will. Stell deinen Willen auf seine Seite. Nimm meinen Willen. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Übergabe, Hingabe. Mit Sanftmut das Wort aufnehmen. Entschließe dich, ihm zu dienen. Sein innerer Impuls, der sagt, ja, ich will, und zwar jetzt. Sobald du auf sein Wort hin handelst, wirst du Kraft erhalten. Wann kommt Jesus? Wann entsteht die Gemeinschaft? Wann ist dieses neue Herz da, das wir so dringend brauchen, das uns in die Freiheit führt? In dem Moment, wo der Glaube zum Wollen wird. Ich will das. Ich gebe mich Gott hin. Ich stelle meinen Willen auf deine Seite. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Das ist eine Übergabe. Und das Wollen wird zum Handeln. Gehorsam. Das ist der Moment, in dem das geschieht. Also ihr Lieben, wir sind geworfen auf das Wort Gottes und wir haben nur das nackte Wort, wir können nur mit Glauben reagieren. Und daran entscheidet sich alles. Ich fühle nichts, ich kann nicht vergleichen mit irgendetwas, keine Erfahrungen, aber ich habe das Wort. Und wenn ich im Bewusstsein meiner Nichtigkeit, aber der Liebe und der Macht Gottes dieses Wort für mich nehme und sage, ja, Herr Jesus, du hast es gesagt, ich schaue jetzt auf dich und jetzt entschließe ich mich, das zu tun, ich stelle meinen Willen auf deine Seite. In dem Moment geschieht das Wunder. In dem Moment bist du frei. Dein Herz ist neu. Jesus wohnt darin. Der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Nicht, dass wir denken, wir müssen erst gehorchen, dann bekommen wir den Heiligen Geist, sondern der Gehorsam ist der Beweis, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Er wird denen gegeben, die bereit sind zu gehorchen, die ihren Willen übergeben haben, sodass Jesus einziehen kann. Ich lese, was dort unten steht. Wenn uns der Gehorsam fehlt, brauchen wir nicht mehr Anstrengung, sondern das Evangelium von Patmos, die Offenbarung Jesu Christi. Ihr Lieben, wir werden unser Leben niemals jemanden übergeben, dem wir nicht vertrauen. Aber wir werden auch nicht jemanden vertrauen, den wir gar nicht kennen. Und deswegen beginnt alles damit, dass Jesus sich dir offenbart. Wenn du nicht weißt, wer Jesus ist und wie sein Charakter ist. Und wenn ich jetzt mein Leben ihm übergebe, ja, was macht er dann mit mir? Habe ich dann überhaupt noch Spaß an irgendwas? Darf ich dann überhaupt noch irgendwas? Wie willst du dein Leben jemand übergeben? Dein ganzes Leben, zu dem du nicht Vertrauen hast.
Aber das Vertrauen kommt, wenn du ihn siehst, wenn du dich mit ihm beschäftigst, wenn du ihn erkennst. Wir haben eine Botschaft an Laodicea und wir können diese Schritte dort auch sehen. Jesus offenbart sich uns. Er klopft an. Er spricht zu uns. Er sagt, öffne die Tür. Das wird alles verändern. Es ist freiwillig. Und er offenbart sich in mir, wenn er hereinkommen kann. Dann ist er mit mir. Dann entsteht ein neues Leben. Und dann kann das geschehen und wird das geschehen, wo er sagt, wenn wer überwindet, wie ich überwinde, wie ich überwunden habe, der wird auch mit mir auf meinem Thron sitzen. Lass uns noch kurz zu dem dritten Punkt gehen. Jesus offenbart sich durch dich, den Menschen. Offenbarung 18,1, diese wunderbare Verheißung, die hoffentlich bald Wirklichkeit wird. Nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Was ist diese Herrlichkeit? Testimonies, Band 8. Christus möchte seine Nachfolger heiligen, erheben, veredeln. Wer an ihn glaubt, ist in der Welt wie ein Geruch des Lebens zum Leben. Christus hält die Sterne in seiner Rechten, um durch sie sein Licht in die Welt leuchten zu lassen. Zeigen wir durch unser Leben, was Gottes Gnade für Menschen tun kann. Die Offenbarung der Kinder Gottes. Ein traurig, schönes Zitat, aber eines, an das ich oft denken muss, von Ellen White. Sie sagt hier, oh, warum erhebt sich Christi Gemeinde nicht und legt ihre wunderschönen Gewänder an? Warum leuchtet sie nicht? Der wesentliche Grund für so ein schwaches Christentum ist, dass diejenigen, die angeblich die Wahrheit glauben, Christus so wenig kennen. Ist das wirklich so? Kann das wirklich wahr sein, dass wir Christus so wenig kennen? Haben wir noch so wenig von seiner Herrlichkeit gesehen, dass wir immer noch die alten Menschen sind? Dass sie Christus so wenig kennen und eine so geringe Vorstellung davon haben, was er für sie sein möchte und was sie durch ihn sein können. Oh, da steckt so viel drin in diesem Satz. Das ist so unbeschreiblich. Wisst ihr, unsere Gedanken sind irdisch, wir sind Menschen. Unser ganzes Leben sind wir mit der Sünde groß geworden. Aber Gott ist ewig und heilig und sündlos und rein. Die Gedanken, die Gott für uns hat, sind nicht irdische Gedanken, sondern göttliche. Was Christus für uns sein möchte und was du und ich durch seine Gnade werden können, hat nicht menschliche Dimensionen, sondern himmlische. Und die erfassen wir nur so nach und nach und Stück für Stück, wenn wir die Herrlichkeit Jesu sehen, wenn er sich uns offenbart und wir sie aufnehmen. Je mehr wir ihn kennen, wir erwarten wenig, weil wir Jesus wenig kennen. Wir sind mit viel zu wenig zufrieden, ihr Leben. So kann das Werk Gottes nicht vollendet werden. Wir müssen Großes erwarten von Gott. Je mehr wir Jesus kennen, desto mehr erwarten wir es. Die natürliche Folge. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann werden wir mehr von ihm erwarten, weil wir seinen Charakter besser verstehen. Seine Herrlichkeit, den Reichtum, den er verkörpert. Er ist unser Erbe.
Er ist der Schatz, die Herrlichkeit in uns, in diesem Gefäß aus Ton. Der letzte Vers. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Paulus spricht hier vor allem von der Wiederkunft, wenn man das im Zusammenhang sich anschaut. Und von der Verwandlung, von der neuen Welt, auf die wir warten, die Offenbarung der Söhne Gottes. Aber ihr Lieben, ich glaube, es geht hier noch um eine ganz andere Offenbarung. Und ich denke, dass wir den Text nicht falsch verstehen, wenn wir sagen, oder wenn wir uns die Frage stellen, worauf wartet denn die ganze Welt? Auf welche Offenbarung der Söhne Gottes? Worauf wartet sie sehnsüchtig, die ganze Schöpfung, dass sich was offenbart? Der Charakter Christi in uns, danke. Ihr Lieben, die Welt wartet sehnsüchtig, sehnsüchtig. Und jetzt bin ich mal so frei und sage, sie wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu Christi in den Siebenten-Tags-Adventisten und allen, die noch hinzukommen werden, die Gott noch hinzuruft. Sie wartet auf die Offenbarung Jesu Christi in dir und in mir. Und wir sehen uns auch danach, nicht wahr?